Guten Morgen, liebe Schwester. Mein Name ist Eddie Plath, der war mich von verschiedenen Städten. Hier und sein, nicht kann. Das ist ein Verdacht, dass wir in der Gemeinschaft sein können, wenn wir nicht tot sein können, nicht? Sie, wir wollen uns doch seine Tabu verstärken an die Tide, wo wir Bahnen sind. Ja, ich will Ihnen alle herzlich grüßen. All die, die hier sein und will Ihnen Gottes Fried in sehen wünschen. Von dir ist Palmsonntag. Von dir fängt die Semana Santa an in unserem Land. Und dort holen sich an den letzten Weg von Jesus in physisches Leben auf dieser Welt. Ich will von dir mit Ihnen ein paar Begebenheiten in seinen letzten Tagen bekommen, besonders von dem triumphierenden Einzug in Jerusalem, wo er als ein König in Jerusalem trug. Dann werden wir sehen, was wir uns von dort und ans Leben und waren die Kerne. Du hast ziemlich viel Töpterstahl in den Feier-Evangelien. Von dort, was Jesus an das letzte Deo und seine letzte Werk getan hat. Wir wollen bei Jesus seine Verklärung anfangen. Grüß euer Jesus zum letzten Mal nach Jerusalem reist, gleich wie dort er mit seinen Jüngern noch einmal aus dem Land rüttging, wie dort nach Norden an die Gegend von dem Berg Hermon. Und du warst das ein bisschen so allein. Ich glaube, ich habe so viel mit vielen Menschen drumherum gewohnt. Und du hast keine Heine Reise. Es ist jetzt ein bisschen alle mit, bloß mit seinen Jüngern taub. Und dann, du hast letzte Eng, ging noch mit bloß ein paar von seinen Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes. Ging hier auf den Berg Hermon ab und da, oder wenn es an den Boy, vielleicht nicht kriegt auf den heißen Berg, aber ein von den Boy. Und da kommen dann Mose in Elia, mit wem er da eine Unterhöhlung hat. Und was soll das bedeuten? Dort soll einfach noch einmal ein Meeting sein mit diesen Männern. Mose hat für das Gesetz, Stone steht für das Gesetz, Elia für die Prophezeiungen von Jesus in Kommen. Und nun wird es von da noch einmal ein Meeting wir, wo sie dort noch einmal fallen, das letzte bereden wurde, was da passieren wird. Und dann ist er dann von dort aufgekommen, dann wird er klar, er ging nach Jerusalem. Und da wird das passieren. Sie, und so sind dann Jünger, haben seine Jünger dort noch einmal wahr gesagt, dort nun gehen wir nach Jerusalem und dort wird mir angebracht worden. Dann holen sie aber an, dort an die Qual vom Jordanfluss, bei Caesarea Philippi, von der heute dort Banias. Sie sind dann ein von den Hauptsprünchen von dem Jordanfluss, ein sehr Strom, ein großer Strom, was da bloß einfach von unter dem Stein verrannt. Ein großer, gewaltiger Stein. Und was sie da so bei den Stein sind, so stahl, wenn sie versagt, hey, zu seinen Jünger. Okay, du hast die Frage von wer er ist. Und dann sage ich dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Er brückt den Stein, du hast ein Beispiel von auf dem Stein, wo er seine Gemeinde bildet. In der Hall, der wird die Gemeinde nicht überrunzeln. Der Hall, der wird die Gemeinde nicht besiegen können. Auch in der letzten Triebsalztit wird die Gemeinde bestehen bleiben.
war noch der schwere Tide über die Gemeinde, was bestohlen blieb. Ist dort nicht ein großer Trost für uns? Und dann, aus dort der Herz bleibe, dass sie dann waren, wieder Trigone im Bett am Galiläischen Meer. Und der Jähnt, wo da waren, alle Bekannte sind, sie, dass wir eine Jähnt, wo sie nicht was wäre, da gingen die Juden nicht haben. Wenn das wir eine Jähnt, wenn es durch Eiert Israel gehört hat, und nun hat der Herr dort da ein, und da hatte der Herr ein Schwein, und was hat sie da alle, wo die Juden nicht wollten haben gehen, aber nicht gingen sie waren in den Territory nahmen, was alle jüdische Territory wir. Und dann im Galiläischen Meer. Und vielleicht bei Nazareth, wer weiß. Und dann Mass führt es nur dort, fängt dann die Reise an, nach Jerusalem. Und so ist wie die Schrift verstanden, da tippt ihr nur mit den Evangelien, dann hat sich da eine sehr große Gruppe tippt gesammelt, was da dann tippt Reise hat. Und das wird lang zu Reise in die Reise der Gesellschaft. Die Reise, die wird von, besonders die wird von Nazareth gewesen sind, die Reise dann um Osten, dort um Jordan, in Gune nur an der Seite vom Jordan. In Reise ist dort eine Außenseite vom Jordan, dort sind nicht durch Samaria gute Brücke. Inzwischen, so beim Reise, als ob einmal die Frau, Jakobus und Johannes, würde die nicht gerne an der Dreck, wenn die nicht was der Dreck abrechte, würde die nicht gerne zu der Rechten, zu der Linke, einfach die beste Städte haben, der Dreck. Interessant, was hier für ein Verständnis ist. Dann wird Jesus dort erklären, dass sich das Großsein überhaupt nicht am Sund handelt. Das handelt sich am Deine. Wer einfach Großsahne will, dort ist einer, was da deine Wort. Interessant, dass dort da auch noch abkommen, nicht? Aber du von Kerwe auch noch lehren. Wenn jeder denkt, was da abgekommen ist, Kerwe wird lehren. Dann noch zwei Dinge oder so kommen sie bei Jericho. Jericho wir nicht wieder vom Jordan, dann sind sie da all mehr bei dem Deutschen Meer rauf um Siede. Und sie kommen sie da bei Jericho, dort ist allemal, wo sie weich wegen vom Jordan waren, trägt ein paar Bäume ab, nun war es daheim. Da in Jericho, da traf die Gruppe zwei blinde Männer. Dort wir noch, das war noch einmal, noch eine letzte Leine hat wir für dich. Wenn die Blinde dort wahrscheinlich auch nicht wüsste, dass das ein von den letzten Leinen hätte wir. Aber sie schrie, sie raubte, was sie konnte. Und ein Evangelium sagt, dass einer in, ab einer steht, ab einer anderen steht, fingen wir das an zwei. Aber einem von den kann wir beim Namen, das wir Bartimäus. Sie schrie und in der Gruppe, die Lied, was da um Jesus wäre, die Beschwächte, die sieht mal still, wir haben ihn nicht Zeit für ihn. Aber was hat Jesus? Jesus nimmt sich Zeit. Jesus nimmt sich Zeit. Das ist wundervoll. Das ist ein gutes Beispiel. Und Jesus nimmt sich von der Zeit. Da in Jericho, als auch nach der Begegnung mit dem Zöllner, mit dem Adonai Zacchaeus. Und auch die, weil das sie allein hat, sich nicht durchklappen lassen, Jesus zu sein. Er hat das gefeilt, dass ihm was fehlt und dass Jesus ein besonderer Mann wird. So, das ist die interessante Geschichte, wo das große kleine Junge einfach am Baum abkriegt, klar, dass er will Jesus sein. Aber Jesus sieht alles und er sieht ihm durch. Und dann, jaftet er die ganze Seelsorge, Arbeit, Jesus
ja, er kommt nach Zachäus an seinen Hüsten an und dort passiert eine Bekehrung. So wundervoll, dass ich das dann auch geholfen worden kann. Jesus will kommen, um zu helfen. Das sei wie du an Jericho, wie das so bad gelegen hätte. Ist uns das Helfen so wichtig? Ich habe Wort davon anwandt. Denn das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Der Reisert wieder. Von Jericho jährt der Reis dann um Waste, der ich die Hue, drehe, coole Boy von Judäa. Völken wird da gefährlich, an den schmaler Stich, an den Canyon. 25 Kilometer sind nach Bad Jerusalem. Sie holen Bethanien an. Oder besser gesagt, dort ist die Stadt, wo Jesus sein Tüßmerk gewinnt für sein letztes Werk. Am Haus von Maria, Martha und Lazarus wurden ungast gemerkt, wie weit er nicht kriegt. Wohndach, dort kriegt er was das. Aber dort macht seine sehr dicht an. Und das da war es, wo der Passa fast anfängt. Hier passiert das auch, wo Jesus das so nahmt, wo die Salbung zu seinem Begrafnis wird. Da wird ein Unker gereiht und so ist Amma, wie Martha, die war da, Server died. Und das ist da, wo Maria das sehr dir das Parfüm nahm, wo sie ein ganzes Jahr verschafft, 300 und wieviel, dass wir so dir, als wenn es ein Dachlohn von einem ganzen Jahr wird, was gesagt. Gut, dass Jesus auch mal bedient wird. So wie das von dir auch. Das gibt viel verschiedene Wege, was für Jesus zu tun. Und der einfachste Weg, sage ich da, ist ein Glas Wutter an irgendwem zu geben. Hier in der Haus von Maria, Martha und Lazarus kommen viele Menschen taub. Wir stellen uns auf, viele Menschen, die angereist sind, in verschiedenen Städten, die holen hier an. Und nicht bloß um Jesus zu sein, aber sie haben auch gehört, dass dort das Wunder passiert ist, dass einer, der das tot war, der lebt, Lazarus lebt, und da, den wollen sie alle sein. Das wird großartig, wird nie da. Dann den nächsten Tag wird es nach Jerusalem gehen. In Jerusalem ist viel los. Immer mehr Menschen kommen in die Stadt rein, in Kampen, Rammestadt. Eine Stadt selbst ist für 500.000 bis 2,5 Millionen Menschen jast nicht rühm. Wo wollen die alle bleiben? Auch römische Soldaten sind wahrscheinlich alle angekommen. Wenn so ein großes Fast von den Juden ab die gefährlichste Stadt vom römischen Reich in Israel, in Jerusalem, wir, dann muss die römische Armee auch da sein, um da abzupassen. So stellen wir uns das vor. Die Caesarea Maritima, Caesarea, da mittelländisches Meer, von da marschte die Soldaten ab ihre Pied und ihre blanke Helmets von der Westen kommt, vom Westen um Osten in Jerusalem nennen. Die Burg Antonia ist eine römische Burg, ein Castillo, und die liegt ganz dicht an, da am Tempelhof, da wo die erste Regierung von den Juden ist, so wie das die Juden noch können in der Obrigkeit haben, wenn sie ganz unter den Römer wären. Aber die Burg, die ist ganz anschließend an den großen Tempelhof. Nach einmal eure sich die Jüde über die Römer, dass sie da in Jerusalem sind, dass sie sich da so tüssig merken, können wir uns verstehen. Die Jüde mochten mal los sein von den Römer.
Sie lüren nur den Messias, wo der und davon losmerken wird. Ich habe uns verstanden, an der anderen Seite steht, an der außen Seite steht, passiert auch was. Dort kam vom Osten, vom steilen Elburg, eine große Gruppe Menschen rauf. Das wird einmal Lüder. Dann hat er zu sein. Dort kam ein Esel an die Rede. Und du hast einer Bove. Menschen tragen sich ihre Ewerreich auf und spreiden den Weg der Pferd im Esel. Ein Palmaster wurde aufgehakt und der Hahn gelacht. Hier jettet eine Erfüllung, was im Psalm 118 steht. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn wir uns ein paar Mal Vers lesen, Psalm 118, Vers 23, Vers 24, wieder, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich darinnen sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmücket das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Auch wird Jesaja 9, Vers 9 hier erfällt. Zacharia 9, Vers 9, da sagt es, aber du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. An Matthäus 21, Vers 9, erstes Vers, wird mit Psalm 118, Vers 20, sagt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der ist ein bisschen anders, er sagt, aber das ist klar zu sein, dass erstes Vers, das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Jetzt wird das Volk da schrie, das wie eine Erfüllung von Psalm 118. Nun kommt der König, nun ist die Erfüllung da. Dort wie ein sehr erfreutes Ereignis. Einzig früh, hey, wer ist dort? Von der anderen Seite, aber wird es peinlich. Sonst jäfft doch nicht. All war er die Menschheit Galiläa, was immer so ein Abruhr anreicht. Von den Pharisäern wäre der Sohn, die sehen, beschwicht mal deine Jünger, beschwicht die Menschen mal. Das jäfft uns hier Trouble. Ja, wenn wir uns so in die Lehre von den hohen Priestern einluden, dann ist das peinlich. Die römische Armee ist so keine Stadt. Und hier kommt nur einer, was sich für den König von Jüdien geholt wird. Aber doch, von der anderen Seite, das kommt auf einen Esel. Nicht auf einen großen Kriegspferd, so ist der römische Soldat. Wenn ein König auf einen Esel ritt, dann bedient er Frieden. Das kann nicht der König sein, was uns von der Römer losmerken wird. Aber das Volk rannt um alle hingeran, und da jenen können wir alle mal nicht staunen, ohne einen Abruhr anzureiden, denken die Beamten Jüde. Abruhr, wenn die Römer sind, geht da. Das Schicksal wir, dass die Ewerste, dass die Schriftgelehrten am Volk am Anlaufen wir, in das wird nicht wirklich kannte, nicht sah, was hier passiert. Sie erkannte dort nicht, dass es hier an den verheidenen König ging, dass sich das hier an den wirklichen König handelt. In einer Anwandlung. Das König hat auch den Frieden für dein Hort, in mein Hort gebracht. Lebst du in des Frieden? Lebst du im Frieden? Kämpft, was immer du kämpft? Hast du den Frieden all angenommen? Des Frieden ist in Jesus zu finden.
In dieser Zeit vom Coronavirus sehe ich viele Menschen auf Rede. Ich gestern, wie im Zentrum Scholar, eine Früh mit einer Maske ab, Handschuhe ab, Versichtsfall. Vielleicht soll ich auch zur Stadt kommen. Aber sie wollen sich auch reden machen. Sie sagt auch noch Fred, nur meine Beobachtung. Sie leitet sich das Bild von, das, was die Katholiken brücken, vom Sagrado Corazon de Jesus, ein Bild von Jesus mit seinen Horten sein Essen an die Strippe. Sie wollen sich auch reden machen. Menschen haben verschiedene Wege von den Fried sehen. Ich halte dann ab, wo die wirkliche Friede fängt an. Und die Frau ist, ich will die Menschen an dieser Zeit helfen, den Reichten, den wahren Frieden zu finden, den Frieden auf erreichten Städte zu finden. Die Gunde nach Hause war ein Schritt träg, nur Jesus dort am Weg, wo er da vom Ölbach raufkommt, rauf dann das Kidron-Tool nennen am Osten von Jerusalem. Nun hält die Suche an. Was will er? Was hat Jesus? Dann sei er, er kickt so über die Stadt, kickt noch einmal nur die Stadt in Rot. Er sagt, wenn du doch bloß erkennen wirst in dieser Zeit, was Fried ist, in Worten Fried deint, aber nu bist du blind. Lukas 19, Vers 42 sagt, wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Jetzt Jesus dort von dir auch noch so. Wenn er die Welt so Eva kickt, in sieht, wo gottlos dort der Herr geht. Wenn er sieht, wo das gottlose Wesen Eva Hund nimmt. Er weiß, dass er dir recht kommt. Wurde sich die Menschen noch einmal warnen lassen, der im Coronavirus? Oder Matthäus sagt, wann du doch erkennen wirst. Oh, wurde die Menschen doch noch einmal ihre Augen aufmerken, wer dort ihr recht kommt. Der Tag kommt, wo das auf einmal zu laut sein wird. Dann kommt die Suche. Dann kommt Jesus in der Stadt nahe. Er ritt mit dem Esel vom Osten und Westen durch die goldene Furt, was von der Tür gemiert ist, was Jeremia prophezeit, die wird von da wieder Tür gemiert sein, Tür gemiert bleiben. Aber da kommt Jesus durch die Rede, kommt er von der Osten Seite am Tempelhof nahe. Dann sieht er, was er verjährt. Dort wird hier ein Bethus sein soll für alle Völker. Dort ist eine Mördergrube geworden. Er nannte es so. Hier wird gekauft und verkauft. Hier wird Geld gewechselt und gehandelt. Ganz anders, als Gott sein Ziel wir durch den Tempel zu tun. Auch so eine verdrehte Sache, was Jesus fing, wenn er wahrkommt. Offenbarung 18, wo das redet von dem Untergang von der Welt. Untergang von Babylon. Ich verstehe das so, dass das der Untergang von der Welt, die gottlose Welt, die verdrehte Welt, alles, was der Welt gehört. So eine Welt, was ich finde. Und sie den nächsten Teil dort in Jerusalem, Raum Jerusalem, vom Ölbach geht, auf Jesus da noch viel verteilt, wo das in der letzten Teil vom Eingang sein Wort. Wenn wir uns das Bild über den Himmel von den Betrichter bei einzoomen, in das gästliche Bild seine, dann werden wir an das Tempel des Heiligen Geistes denken, von dem als uns Körper, der Tempel. Was fängt Jesus an das Tempel? Ihr habt noch Wort hier, Berne, was du noch Ritreo weißt.
Jesus sieht dort, dreht er dort, dort von den Dieben von dort, dreht er Himmel dort. Hast du noch was in dein Wort, was du noch dort drehen wirst? Dann an den nächsten Teil, als du an den Saler sind, nur das Abendmahl, dann sagt Jesus, dass es scheinen wird. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Sind dort nicht scheine Aufschätz wird von dem König. Dort wie ein Karta Eva Black. Er war der letzte Teil von Jesus sein Leben, Vers in Dort. Von der Verklärung dort bei Hermon, dort im Einzug in Jerusalem. In dessen Aufschätz wird Jale von der noch. Den Fred Luther gönnt, meinen Fred Jewe gönnt. Wollen wir noch beten? Lieber Vater im Himmel, wir haben Bilder von der letzten Teil von Jesus, Vers in Dort betrachtet. Wir danken dir für die Bilder. Wir sehen, dass du die Dinge plungemäß das. Jesus in Sturve war dort auf dem Verklärungsbuch erst noch einmal der Gerät. Und du sagst, du kannst ihn Wort, du das nicht ohne deine Propheten das erst zu sagen. Wir sehen, dass Jesus dort deine wichtig wir. Ganz bat uns in eng. Jo, hei dein sogar mit sin Daut in deint von der noch. Dann sei wie Jesus in Besorgnis über die gässliche Blindheit und wo am dat jomad und wo hei doa ewa road. Dann sei wie wo am dat jink, was hei den Handel do am Tempel sah. O Vater, help uns von diesen Bildern zu lehren. Help uns auch zu deinen, wo wir deine kennen und sollen. Help uns ernte sein, wo wir stehen. Help uns auch Dinge erträglich zu stahlen, so ist Zachäus dort dein. Wir danken dir auch, dass du uns das Leben gebracht hast durch Jesus, sein Tod. Wir danken dir auch für den Frieden in dieser Krankheitszeit. Help uns, in das Fried zu leben. Möchte deine Kinder alle in das Fried sein. Wir glauben, dass du ein Ziel hast mit dem Coronavirus, Taulute. Und möchte dein Ziel damit erregt werden. Danach beten wir dir an Bewahrung, wenn das dein Wille so ist. Du kannst die Krankheit auch weichtreiben. Aber möchtest du beschäftigen damit, was du beschäftigen willst. Wir beten für alle Kranken. Wir beten für deine Kinder, die krank sind. Und wir beten für Menschen, die am Krankenbad liegen damit. Oder dass sie noch die Kicke waren, dass sie die Finger waren, dass sie die Help in die Finger waren. Möchte die Kranke die Sünde, die erkennen und annehmen, verte Lotus. Schenke uns alle die Lotenheit und die Überzeugung, dass du alles reicht und für warst. Und dort ans nicht bei jenem Wort, wo du uns nicht durchhalten wirst. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.